und herzlich willkommen. Heute machen wir mal ein Unboxing. Wir haben uns etwas gegönnt, das heißt, ja, eigentlich für uns alle gemeinsam, denn das werden wir im Laufe der nächsten Zeit brauchen, auch zum Filmen, ganz wichtig. Hier steht drauf, Bio-Gewächshaus, grüner Daumen groß. Ja, also das verspricht ja schon mal viel. Ich würde sagen, wir packen das Ding jetzt erstmal zusammen aus. Ich hoffe mal, dass der Koko jetzt nicht gleich durch die Gegend donnert. Die Seite ist schon mal offen, hier ist nichts zu sehen. Jetzt muss ich auch mal rumgehen hier. Mal hier. Und so, mal gucken, ob wir das Ding in den Dingen. Ja, das ist so rum. Müssen wir mal weglegen. Einfach wie ich mir das dachte. Dann. Mal gucken, was ich hier mache. Wo bist du denn hin? Wo ist der Kopf? Ja, einfach. Gerne nicht so weit drin. Ja, so große Dinger macht man auch nicht so oft auf. Von daher. Tada. Das sieht doch schon mal schick aus. Mit Aufbauanleitung natürlich. Muss ich mir gleich in Ruhe angucken. Ich wollte erstmal gucken, was hier alles so drin ist. Ja, das sind Alurahmen mit Plexiglasscheiben. Leichtbauweise. Bindungsstücke. Ja, ich würde sagen, dann bauen wir das Ding mal eben kurz auf. Aber ich lese mir erstmal die Anbauanleitung durch. So, mach einen weiter. Melody ist jetzt im Bett. Ich habe die Flasche fertig gemacht. Ich muss zwischendurch auch sein, dass ich mich um das Baby kümmere. Ansonsten haben wir hier keine Ruhe. Jetzt haben wir hier natürlich lauter Einzelkram. Das Ganze ist ein Stecksystem. Die sind alle gleich. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Das sind die Eckpunkte. 4, 8. Davon noch 1, 2. Sind die alle gleich? Nein. Die sind nicht gleich. Ich muss gleich mal gucken, welches wohin gehört. Davon zwei. Davon zwei. Und dann nochmal vier Eckpunkte für oben. Wie gesagt, das Ganze ist ein Stecksystem. Ich will mal gucken, ob ich das Ganze gleich nochmal in Nahaufnahme mache. Das sind die großen Teile, das sind wahrscheinlich die Fensterteile für oben. Ja? Die können wir erstmal an die Seite legen. Die brauchen wir jetzt noch nicht. Die legen wir erstmal an die Seite. So. Davon müssen wir vier haben. Eins, zwei. 2. Reklamationszettel brauchen wir noch nicht. Hier haben wir die zweite obere Scheibe. Die legen wir auch mal an die Seite. Die brauchen wir im Moment noch nicht. So, dann haben wir hier die anderen beiden Teile. Die müssen hier eigentlich alle vier identisch sein. Dann haben wir hier die zwei. 1, 2 Seitenteile. Und hier haben wir nochmal eine Aufbauanleitung. Soll doppelt gemoppelt hält besser. So, die legen wir auch mal auf die Seite. Und dann haben wir hier zwei Aluschienen und einmal die große Aluschiene. Die kommt oben an die Fenster. Die legen wir auch erstmal an die Seite. So, dann können wir die Karton hier wegpacken. Und tschüss, Sikorski. So, eben gucken, welcher von denen wohin gehört. Da ist das 5 und 6. So. Das ist natürlich schwer zu definieren, was das jetzt ist. Was ist das?
nicht. Also hier, dann. So. Wir haben jetzt 5. Dann bauen wir erstmal den Seitenteil zusammen. Sind die denn egal hier rum? Ja. Das sieht so aus, als wenn das egal ist. So, das schieben wir jetzt mal hier oben rein. So. Das war ja schon mal ganz einfach. Jetzt schieben wir den von hier rein. So weit, so gut. Muss ich mal gucken, welche Teile da dran kamen. Aber so steht's hier. Dann machen wir mal einfach so. So. Dann müsste der einfach. So, genau. Der bleibt steckt. Der kommt hier rein. Steckt uns den. So, damit hätten wir einen Seitenteil fertig. Das ist ein Problem hier auf dem Tisch. Das kriegen wir wahrscheinlich so gar nicht auf dem Tisch aufgebaut. Von daher würde ich sagen, machen wir auf dem Fußboden weiter. So, da sind wir jetzt auf Fußboden, bauen das Teil zusammen. Ich bin jetzt ganz ehrlich, ich baue es jetzt zum zweiten Mal zusammen. Denn es gab einige Überraschungen, von daher kürzen wir das Ganze jetzt. Ansonsten würden wir hier nämlich 2 Stunden zusammensitzen. So, wir haben hier Einstecksysteme, die werden dann, ich zeige es mal von der Seite, ich zeige es nachher auch mal in Nahaufnahme natürlich. Die werden jetzt hier eingesteckt, langsam runter. Jetzt müssen wir das Dreieck hier nochmal abmachen. Und das Ganze justieren. Natürlich dann von oben sieht man das besser. Und stecken das dann in dieses Dreieck hinein. Das ist ein bisschen Fummelarbeit. Aber es geht. So, dann kommen wir zu dem Teil hier. Da gab es nämlich eine Überraschung. Die beiden sind bauchidentisch. Und jetzt zeige ich euch das mal eben. Ja. Ich stecke es erst zusammen, dann zeige ich euch gleich nach, aber sonst wird das hier alles zu kompliziert. Den kriegen wir hier reingesteckt noch in die Schiene. So. Und diese Seite, die kriegen wir hier nicht reingesteckt. Jo, geht einfach nicht. Aber ich zeige euch mal eben eine Aufnahme. Ich hoffe, man kann das jetzt erkennen, aber ich denke mal schon. Linker Seite hier, also da, ist ein T-Stück, was hier eingesteckt wird, und auf der Seite, ja, das ist eigentlich ein U-Stück, was hier in dieses Schienensystem nicht eingesteckt werden kann. Also das ist jetzt gerade ein bisschen plemplem. Ja, wie sowas passieren kann, das frage ich mich jetzt ganz ehrlich. Das ist doch eigentlich ein System, Stecksystem, was in Massen angefertigt wird. Das heißt also, nicht nur ich werde das Problem hier haben mit diesem System, sondern wahrscheinlich viele andere auch. Und ich weiß nicht, worauf solche Firmen aus sind, sowas zu produzieren. Also das ist mir schon ein bisschen suspekt. Naja, egal, wir bauen die Dinge weiter auf. Wie gesagt, die Ecken, die muss man dann immer wieder mal justieren. Ja, das war die Seite. Fertig, hat sich die Kiste, Mann. Nicht lange rumfuckeln, einfach machen. Aua, aua. Oh Mann, das ist eigentlich gar nichts für mich hier. Das geht gerade nicht anders. So, jetzt setzen wir noch ein hier. Jetzt hat sich die ganze Schiene verschoben nach oben. Das kriegt die Krise, alter Schwede. So, das heißt, ich muss den noch rausnehmen hier. Mann. Hier. Warum steht das Ding denn jetzt hier höher als das andere? So. Ready, Mann. Ja, let's be live. Ich kann es nicht ändern. Das sah so einfach aus, als ich das ausgepackt habe, dachte ich mir auch, mach das Ding hier einfach. Aber schau, dann shit schon.
bringt mich so leicht nichts, so weiß Glut, aber das Ding hier, da kriegt man echt. Mann, Mann, Mann. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das wirklich veröffentliche hier in Scheiße, weil das ist doch jetzt echt ein bisschen nervig. So, jetzt haben wir hier vier kleine Ecken, die kommen hier oben noch drauf als Schutz. Das ist auch ein bisschen Fummelarbeit. Mein Gott, ey. Gleich raste ich aus hier. Nicht so einfach, wie es noch tatsächlich aussah anfangs. 2, 3, 4, das ist gar nicht für mich hier. Aua, aua. Das erweckt hier den Eindruck, als hätte ich zwei linke Finger. Dem ist aber nicht so, das könnt ihr mir glauben. Ich bin eigentlich Multitalent. Also, das hier, wenn mich das schon zu Weißblut bringt, dann möchte ich dort nicht andere sehen. So, jetzt haben wir den Steg, der hier oben drauf kommt. Oh, oh. Jetzt ist es mal hier. Oh, Kamaschimala. So, dazu führen wir jetzt die Dreiecke hier in die Schiene, ein. Einmal auf der Seite. Und einmal auf der Seite. So, das Ganze wird jetzt dann hier in die Schiene eingeführt. Möglichst beidseitig gleichzeitig. Ja. Und dann jetzt auch noch die Löcher treffen würde. So. Und einmal bis ganz hinten ran. So. Runter. So. Jetzt steht das Ganze. Soweit, so gut. Da hatte ich hier das Problem, dass das Ding nicht fest ist, aber naja, das kriegen wir auch noch irgendwie hin. Jetzt kommen die Glasscheiben oben drauf. Die werden einfach auch hier in die Nut eingeführt. Das ist eigentlich ganz gut, aber auch nur eigentlich. Denn, ja, wir können das einfach weiterschieben. Ne? Da gibt es jetzt keine Befestigung für oder dergleichen. Das heißt, ja, was das heißt, könnt ihr euch vorstellen. Jemand fliegt das ganze Ding durch die Gegend. Also ich bin echt drauf und dran gerade, das Teil hier. So, reinschieben. Runter, fertig. Relativ. So, jetzt habe ich hier ein Problem. Das ist halt so nicht ändern. Also wie gesagt, wenn man das Ding jetzt aufmacht, da gibt es auch noch was ganz Tolles. Solche Gewächshäuser oder Frühbeete, die haben ja so schöne Abstandshalter, dass man die Fenster lüften kann, ne? Tolle Idee, aber die Idee, die hier ist, das ist der letzte Mist. Ah, passen die Dinger hier gar nicht drauf. Da kannst du drücken, wie du willst, quetschen. Und vor allen Dingen überleg mal, du musst das Ding jeden Tag aufmachen, ja? Dann ist dieses Kunststoffteil 1, 2, 3 kaputt. Das ist also, ja, wie gesagt, man kriegt gar nicht hier drauf. Und dann mache ich auch noch mal drauf hin, soweit es geht. Und zwar, drauf, dann könnte man jetzt theoretisch so stufenweise, wenn es funktionieren würde, zum Öffnen nehmen, ne, damit man lüften kann. Problem ist nur, umso weiter man runterkommt. Ja, das hier, das ist, ja, das biegt sich hier die ganze Scheibe. Das ist also, und hier liegt das Ganze drauf. Und wenn jetzt hier der Wind mal drunter geht, fliegt der ganze Ding durchgehen. Also das ist der letzte. Ja, wir gucken, dass die Scheibe richtig schön auf beiden Seiten gleichzeitig dran ist, dass man die auch wieder zukriegt. Boah, leck mich fett hier. Die Dinger, die können wir in der Tonne kloppen, da lassen wir uns was anderes einfallen. Hier mal Plastikteil in Nahaufnahme. Also wie gesagt, man kriegt es nicht weiter drauf gesteckt. Da kann man drücken, so viel man will, dann bricht das Kunststoffteil irgendwann auseinander. Aber wenn man das tagtäglich benutzt, ist das echt für die Tonne. So, hier haben wir jetzt das Problem, dass das Ganze sich hin und her schiebt. Also das ist, ja, fällt auch schon wieder runter. Voll für den Arsch, vor allem beim Zumachen. Da muss man gucken, dass man auch wirklich die Kanten richtig trifft auf der einen und auf der anderen Seite. Und mit zu ist, dann ist es einigermaßen stabil. Aber sobald es offen ist, ja. Leute, was habt ihr euch dabei gedacht? Dann zeige ich euch jetzt nochmal diese Seite, wo man hier die Schiene nicht hineinbekommt.
weil die einfach nicht zusammenpassen von der Lut her. Das geht nicht. Und dadurch hat auch dieses Teil hier überhaupt keinen Halt jetzt, da das ganze System instabil ist, dadurch, dass das hier sich nicht richtig verschließen lässt. Ist sehr enttäuschend, ehrlich gesagt. Also Leute, Mann, ich kriege hier gleich echte Bock, ey. Dieses Profil, was hier drauf ist, das ist nämlich hier drauf. Moment, hier. Das sind dann die Seitenteile, die langen Seitenteile. Dort ist dann halt dieses Profil. Und das ist jetzt fälschlicherweise halt auf die andere Seite gekommen. Ja, entspannen wir uns jetzt zum Abschluss ein bisschen. Stroh hier, war nicht so krach. Ja, zum Glück ist Melody am Schlafen, denn ansonsten wäre ich hier komplett ausgerastet mit dem Ding. Ja, jetzt fragt man sich natürlich, warum kauft man sich sowas denn? Man kann sich auch Qualität, was Teures kaufen. Ja, man sagt ja aber in der Regel, billig muss nicht unbedingt schlecht sein. Ja, das hat sich jetzt widersprochen im Prinzip. Also billig ist nicht wirklich immer gut. Manchmal hat man eben nicht so viel Geld, um sich was Teures zu kaufen, möchte es aber trotzdem haben und greift dann halt auf günstigere Ware zurück. Macht nicht immer Sinn, wie wir es sehen, aber wie gesagt, manchmal hat man keinen anderen Weg und ich werde das Teil jetzt auch behalten und in der Praxis testen, obwohl das vielleicht nicht ganz viel Sinn macht, aber ich denke mal, irgendeinen Verwendungszweck dafür werde ich schon noch finden. Auf jeden Fall bin ich echt sehr enttäuscht von der ganzen Sache und ja, ich schreibe euch unten eine Beschreibung rein, was das für ein Teil ist, damit ihr nicht den gleichen Scheiß kauft. Ansonsten, ja, denke ich mal, war das sehr enttäuschend heute, aber sowas gibt es nun mal auch, das gehört auch dazu, ne? Dafür testen wir solche Sachen ja auch manchmal. Wir haben übrigens noch ein Foliengewächshaus und ja, wenn das auch so ein Desaster wird, dann werde ich das nicht filmen oder ich werde es filmen und dann vielleicht nicht veröffentlichen, keine Ahnung. Auf jeden Fall hoffe ich, dass wir da nicht auch so eine große Enttäuschung haben. So, ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen, auch wenn der Film ein bisschen bekloppt ist. Und wir sehen uns in einem der nächsten Filme mal wieder. Bleibt uns bitte treu, auch wenn das jetzt scheiße war hier. Und ja, bis dann. Ciao, ciao. So. So kann es gehen. Live-Überraschungen. Man kann das Ganze jetzt natürlich reklamieren. Das werden wir auch machen. Allerdings kann das Ding noch weiter aufbauen, um zu gucken, ob es auch andere Überraschungen gibt. Also das ist ein bisschen merkwürdig, dass man hier einfach mal eine andere Schiene einbaut. Das ist, ja, keine Ahnung, wie sowas passieren kann, ist eigentlich unmöglich. Denn das sind ja eigentlich Massenanfertigungsteile. Also das ist, ja. Ein Rätsel. Wie rum wir das Ding einbauen, ist auch egal. Das wird einfach nur in die Schiene eingesetzt. So, und einmal so. Und langsam, gleichmäßig, beidseitig runterschieben. Und dann in die Dreiecke. Und dann habe ich mittlerweile dann auch schon so ein bisschen Übung da drin, sage ich jetzt mal. Dann kann ich das zeigen, wie man das fachmännischer macht. So, der kam jetzt hier drauf gesteckt, ja. So, der kam da drauf gesteckt. Und so, das zweite Seitenteil, sieht man das auch mal hier. Ja, spannende Sache. Jetzt bin ich gerade ein bisschen überfordert, weil hier ist gerade ein anderes Schienensystem dran. Das kriegen wir da gar nicht reingesteckt. Wie kriegen wir den da rein? Fragt euch sicherlich jetzt, was ich meine. Ich bin ein bisschen überfordert. Das ist aber nicht, liegt nicht an mir, sondern es liegt tatsächlich an dem System. Ja. Das zeige ich euch mal kurz in der Aufnahme. Menu. By the way. By the way, okay.